Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Jerome Eckmeier, der erkältete Jerome Eckmeier immer noch. Und heute gibt's das vegane Spiegelei. Dazu brauchen wir? Wir brauchen dazu hier von MyEi das Eigelb. Da haben wir 20 Gramm mit 32 Gramm Wasser angerührt. Ich schreibe das, oder beziehungsweise ich blogge das nochmal. Hier haben wir Eiweiß 35 Gramm mit 75 Gramm Wasser angerührt, dass ihr ungefähr diese Konsistenz habt. Dann haben wir hier Bärlauchsalz für das Eigelb. Da geben wir nachher ein bisschen Kalanamak mit zu. Das ist halt ein geschwefeltes Salz. Genau, Sonnenblumenöl und ein bisschen schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Und da hinten, die Pfanne ist schon mal vorgeheizt. Ach so, als erstes geben wir ja einen Esslöffel in die Mitte. Das wollen wir nicht ganz so heiß machen. Dann geben wir halt ein bisschen von dem Eiweiß darum. Und ihr seht schon, da bastelt Melanie. Na, das sind nicht meine Finger. Ich habe so dicke Tofu-Wurstfinger. Das sind Melanies filigranen Finger. Ja, ihr seht das. Sieht schon ganz gut aus. So. Hervorragend, oder? Ja, was ist denn hier? Jetzt kommt da ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Pfeffer drauf und in die Mitte, also auf das Eiweiß, auf das Eigelb natürlich, Entschuldigung, kommt so ein bisschen von dem Kalanamak, dass man so ein bisschen ja, den Eigeschmack imitiert. Und jetzt bitte keine Diskussion, ob man es braucht oder nicht braucht. Wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr es ja nicht nachmachen. Ich finde diese Diskussion total unnötig. Wir sind zum Beispiel aus moralisch-ethischen Gründen ja, erst Vegetarier und dann Veganer geworden. Und ich finde, wer was isst, das liegt in der jeweiligen Selbstbestimmung der eigenen Persönlichkeit. Und da brauchen wir hier nicht lange Diskussionen, ob ja, Gerichte, die aussehen wie Fleisch, ob das legitim ist oder nicht legitim ist. Jeder kann das essen, was er möchte. Und für mich am besten, oder für uns am besten in vegan oder am besten auch überhaupt eine vegane Lebensweise. Ne? Also wenn ihr wollt, schreibt das mal unten in die Beschreibung. Dann mache ich da mal nochmal ein Video mit meinem beziehungsweise mit unserem Standpunkt dazu. Ja, ihr seht hier oder hört das, da brutzelt das schon ein bisschen an. Sieht mega lecker aus, dass wir wieder hier den Übergang zum Spiegelei schaffen. Ja, das ist das vegane Spiegelei. Und mittlerweile gibt es wirklich nichts mehr genau. Das muss man jetzt vorsichtig, erstmal beschichtete Pfanne ist wichtig, Öl, wir haben die so ausgestrichen, hier mit so einem Pinsel, ich zeig dir mal hier, genau, seht ihr, mit dem Pinsel ausgestrichen. Und dann muss man das vorsichtig rausheben und dann am besten schmeckt das einfach, ich habe hier ein bisschen von dem Aioli, das Video lade ich auch noch hoch und dann einfach mit einem Brötchen essen. So, meine lieben Freunde und Freundinnen, Räuber, Räuberinnen, kleinen Sträuche, kleinen Piratinnen, das ist das vegane Spiegelei. Sieht erschreckend echt aus. Schmeckt super lecker, wie ich finde. Schmeckt jetzt nicht eins für eins wie ein Spiegelei, aber muss auch gar nicht. Also mir schmeckt's. Den Kindern schmeckt's. Und ist, glaube ich, ein witziger Party-Gag. Mein Name, Spiegelei. Mein Name ist Jerome Eckmeier, der Rock'n'Roll-Veganer aus Leer aus Friesland. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent, ihr Räuberin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liege ich denn völlig daneben? Zu viele Krisen auf diesem Planeten. Man funktioniert, vergisst, was uns verbindet. Es tut weh zu sehen, wie die Menschheit erblindet. Ich merk, wie gute Laune mich versetzt. Es bleibt nur noch die Hoffnung, denn die stirbt zuletzt. Doch bevor ich hier zu Haus in meinem Schweiß ersticke, da muss ich an den Ort, wo ich das Sonnenlicht erblicke. Dann geh ich vor die Tür in den Park.